Servus zusammen, ich bin zurück aus Wien. Es ist Sonntagabend. Wir haben 17 Uhr, 5 Uhr am Nachmittag. Ich habe das natürlich ab und zu auf meinem Handy mal verfolgt, was da so am Freitag los war, aber und auch am Donnerstag. Aber eigentlich gleiches Schema wie in den letzten Wochen. Immer wieder der Kontakt zur 15.670. Sogar irgendwann mal kurz drunter habe ich gesehen. Ich glaube, das war am Donnerstag. Mal kurz drunter. Aber sofort wieder zurück. Das ist und bleibt, ich will es nochmal hier zeigen, eine absolut mega wichtige Linie. Wenn wir durchgehen, dürfen wir das. Wenn er dann innerhalb von einer Viertelstunde, einer halben Stunde wieder zurückgeht, hat das gehalten. Ja. Wenn wir drunter schließen, und damit meine ich wenigstens mal 30 Punkte tiefer, also bei 15.640 sowas, das wäre mega tief. So, und wir schließen auf einem Wochenhoch. Friday is High Day, auch so ein Uraltspruch. Und nach allem, was gehört habe, war auch das Volumen ziemlich in Ordnung. Von der Technik her, fangen wir hier unten an. Wir haben auf relativ tiefem Niveau nochmal nach oben gedreht, sind momentan über den Oszillator im neutralen Bereich des MACD. Gibt schon wieder ganz, ganz kleine Kaufsignale. Ja, das hier war ein Fake. Das hat nichts gebracht. Ja, wir sind jetzt schon wieder höher. Deswegen, ich gucke sehr gerne auf das MACD, wenn es so sinusartig arbeitet. Sowas hier, nicht so kleine Krüppel da, das hat keinen Sinn hier. Das bringt überhaupt nichts. Aber wenn es mal so sinusmäßig arbeitet, dann ist es schöner. Aber es ist neutral bis leicht positiv. Von den Bändern her, die sind weiter enger geworden gegenüber der letzten Woche. Hier ist die 15.670 und das hier war die 15.930. Könnte ich jetzt eigentlich schon rausnehmen. Ich lasse mal drin für mich als Orientierungshilfe, weil wir die ja oftmals irgendwo hier gesehen haben. Und jetzt haben wir sie tatsächlich mit 15.978 das erste Mal nachhaltig und mit Schlusskurs überboten. Also von daher, jetzt gehe ich mal hier den Chart näher ran. Steht eigentlich dem nichts, also absolut nichts mehr im Wege. Ich wüsste keinen Grund, warum wir nicht wirklich hier mal auf dieses All-Time-High gehen sollten. Es sei denn, es kommt wieder irgendwas von außen, was wir so vielleicht nicht wollen oder nicht rechnen. Die ganzen Zinsgeschichten sind, na, ich möchte nicht sagen verarbeitet, aber hinter uns gelassen. Da haben wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe davon. Es sind auch die großen Fangaktien, haben in Amerika ihre Zahlen gebracht, auch in Ordnung. Wir haben hier jetzt die meisten, nicht HVs, aber Quartalszahlen gesehen. HVs ist jetzt noch im Mai eine ganze Menge. Wir sind, nochmal das hier gezeigt, vom Monat her, Moment, komm her, vom Monat her noch weiterhin in Ordnung. Heftigst überkauft, ja, wir sind bei 98,8, heftigst überkauft, aber ohne Schwäche. Einfach nur ein, pass mal auf, wir sind überkauft. Aber nochmal, das kann Ewigkeiten dauern. Von der Woche auch. Von der Woche her sind wir genau, fast genauso hoch, ein Punkt tiefer. Aber auch hier gibt es kein Verkaufssignal. Der Markt hat keine Schwäche. Auffallend ist, da gucke ich halt immer ganz gerne mal rein, hier das EUR/VAX-Sentiment. Das war wohl auch am Donnerstag und Freitag, insbesondere am Freitag, wohl immer deutlicher im negativen Bereich. Für mich ist es interessant, so ab minus 50. Da gucke ich dann drauf, was dazwischen ist. Sagen wir mal plus 40, minus 40. Ja, ist nicht so meins. Ja. So, dann mal hier hingelegt. Also von daher, es sieht weiterhin okay aus. Ich kann es nicht mehr kaufen. Ich lasse die letzten 300 Punkte, lasse ich ja, dem, der den Mut hat, das jetzt hier noch zu kaufen. Ich mache das jetzt nicht. Ich halte mich tendenziell jetzt eher zurück, aber ich bin auch noch nicht bereit, irgendwelche Puts zu kaufen. Ja. Ich habe nirgendwo ein Verkaufssignal. Die Scheine, die ich euch mitgebracht habe, sind die altbekannten. Aber auch hier wieder, es ist erstaunlich. Letzte Woche waren wir hier auf dem 29er Hebel, jetzt sind es noch 21. Hier war es 21, jetzt sind wir 29. Das ist der Put. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der relativ eng werden kann. Wenn hier irgendwas durchknallt, irgendeine super Nachricht, whatever that might be, dann kann der sogar eng werden. Ja, wenn wir über das All-Time-High drüber gehen, sagen wir mal eine 16.300 in einer schnellen, heftigen Bewegung, kann ich mir vorstellen, wird der eng. Also ein bisschen darauf achten, dann, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, lieber eine Basis drüber nehmen, also in diesem Fall Basis von den beiden hier, da sind wir 300 Punkte drüber. Das wäre dann vielleicht sinnvoller, ist ein bisschen ruhiger. Ja, also ich stehe da mit wachsamem Auge,
für die nächste Woche gegenüber. Wie gesagt, am Mittwoch gibt es keinen Film, da bin ich oben in Frankfurt, ich komme erst am Donnerstag wieder. Und da weiß ich nicht, vielleicht mache ich ihn am Dienstagabend. Ich war vielleicht, ja, warum eigentlich nicht? Obwohl, nee, da bin ich ja auch nicht da. Nee, dann wird es nächste Woche wirklich tatsächlich nur einen Film geben, den mache ich am Freitagabend, sonst komme ich nicht dazu. Und ja, ich weiß, ich muss noch diese Aktienfilme machen, die zwei, die ich noch nicht gemacht habe. Ich schaue mal, wie ich das irgendwie zeitlich diese Woche hinterkriege. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.